Hi, ho meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Heute mit ihm hier im Angebot, Harry Kane, Team of the Group Stage, hat eine 93er Karte bekommen und kostet um die 190.000 Münzen. Sieht nach einer sehr, sehr spannenden Karte aus. Wir werden auf jeden Fall mal uns die ganze Sache angucken. Hoch Workrates, 3 Sterne Skills, aber 5 Star Weak Foot. Anhaltend, überwiegender Antrittstyp, rechter Fuß. Und kann halt Stürmer spielen. Ich hoffe, ich erwarte, ich wünsche mir so eine Karte wie die Team of the Season Karte der letzten, oder Team of the Year? Team of the Season Karte der letzten 2 Jahre, die waren immer geil. Und selbiges erwarte ich hier eigentlich auch. Wir kriegen mit dem Hawk nochmal ein bisschen was aufs Tempo. Man könnte jetzt zum Beispiel auch mit dem Anker gehen, wenn man ihn im Mittelfeld spielen möchte, weil er überragende Passwerte hat. Wir spielen aber in der Sturmspitze ganz vorne drin mit diesen Werten hier haben wir ein unfassbares, brutales Gesamtpaket. Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft, Elfmeter und Weitschüsse fast ist auf 99. Passspiel ist sehr, sehr, sehr gut. Mit einem 91 kurzen, 92 langen Pass, das haben teilweise nicht mal meine Mittelfeldspieler. 91er Übersicht, 86 Effekt, richtig gut. Dribbling ist nicht so geil, aber wir werden einfach mal gucken, wie sich das Ganze bemerkbar macht. Aber eine Weltklasse-Reaktion und Ruhe. Ballkontrolle ist sehr gut, Kopfballpräzision und Sprungkraft sind überragend, Stärke ist überragend, er hat super geile Werte. Leider keine Schuss-Traits irgendwie, warum auch immer, aber einen entscheidenden Pass, einen weiten Pass und den First Touch Plus. Das sollte seinem Dribbling eigentlich zugutekommen und den Trivela, den werden wir auch mal testen mit diesem Team hier. Damit gehen wir rein in die Weekend League. Abfahrt. So, wie fühlt er sich an? Oh ja, also es ist natürlich niemand, der für so Left-Stick-Dribbling vorgesehen ist, glaube ich. Oh ja, er setzt sich aber sehr gut durch und dann haben wir es verkackt. Ja, das muss es sein. Das ist es. Das muss es sein. Den macht er überragend gut rein. Gar kein Problem für ihn. Easy. Trivela, leider. Irgendwie, glaube ich, war da noch ein Fuß dazwischen. Sah ganz komisch aus, der Trivela. Oh ja, die Trivelas, die sind, ja, die kann man sich mal ansehen. Ja, ja, da steht er genau richtig. Da steht er genau richtig und haut den Ball dann ganz entspannt unten ins Eck. Trivela, den haut er rein. Der Trivela geht dann unhaltbar rein. Mit dem Dingsbums Plus, weiß nicht mehr, wie es heißt. Also die Annahme war einfach unfassbar gut, der Gegner quittet und dann hat er in den Trivela direkt rein. Perfekt, besser kann man es nicht machen. Ja, die Pässe von ihm kommen wirklich sehr, sehr gut. Dadurch, dass er eben diese körperliche Präsenz noch hat, kann er sich einfach hervorragend, das war ein Scheißpass, kann er sich einfach hervorragend gut durchsetzen und hat dann auch einfach die Möglichkeit, so Pässe zu spielen. Ja, Kopfball bringt er auch mit. Ein Kopfball bringt er auch mit. Auch wenn er nicht keinen einzigen Trade dafür hat, aber er bringt auf jeden Fall da einiges mit. Oh mein Gott. Oh, da kriegen wir ein ganz, ganz komisches Ding. Ja, wir haben grün getroffen. Theoretisch könnte er auch reingehen, aber wie er sich da auch durchsetzt gegen Vidic, glaube ich, hervorragend. Auch nicht so alltäglich, dass man sich da durchsetzt. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, Elfmeter mit Harry Kane. Wie können wir diese Bude platzieren? Unfassbar gut. Unfassbar gut. Ganz easy. Ganz, ganz easy mit ihm, wie er den Ball da annimmt und reinhaut. Ganz einfach. So einfach ist Fußball. Oh, wow, wow. Das wäre es gewesen. Das wäre die, glaube ich, eine der höchstmöglichen Strafen für den Gegner gewesen, wenn der reingeht. Eieiei. Wieder ganz einfach. Alle rechnen mit dem Pass auf, mit dem Schuss von Son. Und deswegen ist Kane halt einfach so frei und der schiebt ihn einfach ganz entspannt ein. Ja, da haben wir gesehen wieder die super gute An- und Mitnahme. Leider dann abseits für Osimhen, aber er macht das eher unfassbar stark. Und auch wenn er nicht direkt reinmacht, legt er ihn immerhin indirekt vor für George Best.
Und das ist super gemacht. Oh ja. Oh, das war ein geiler Ball. Das war ein geiler Ball von Harry Kane. Heilige Scheiße. Wunderschöner Chip-Pass über die komplette Defensive. Und dann muss er einfach nur reingenickt werden. Da sehen wir es. Wow. Wunderschön. Oh ja. Oh, wie kann Casillas den halten, Alter? Auch defensiv, wollte gerade sagen, kann er was. Die Grätsche, die war nix, aber immerhin hat es jetzt hier uns einen Konter gebracht. Also dribblingtechnisch, oh, was ein Traumpass! Aus der Drehung heraus, dribblingtechnisch ist natürlich kein Weltklasse ultra geiler Spieler. Die laufen einfach vorbei, schieben ein, ganz easy. Also dribblingtechnisch ist natürlich nicht der unfassbar krass wendige Spieler, aber ich finde sein Dribbling oder die Stats mit Beweglichkeit, Agility und sowas sind auf jeden Fall fake. Er fühlt sich sehr viel beweglicher an als das, was auf der Karte steht. Ja, First Touch Plus spielt natürlich auch eine große Rolle, macht ihn auch nochmal einen Tick, ja, beweglicher einfach, dribblingstärker. Wir haben es gerade gesehen, mit was für einem Götterpass er das Ganze hier eingeleitet hat. Hier schon wieder wunderschöner Pass und leider keine Vorlage für ihn. Ich spiele ihn jetzt gerade nämlich auf der 10 und da macht er halt einfach geile Sachen. Oh mein Gott, und das war einfach göttlich gespielt. Das war einfach traumhaft gemacht. Er war komplett allein, nickt den Ball einfach ins Tor, fertig. Und das war leider abseits, ja, aber wunderschön gemacht wieder. Super gut durchgesetzt, mein Gott, mein Gehirn. Aber dann halt leider abseits. Und er spielt bei mir auf der 10 und guck mal, wie tief er steht. Er steht nicht viel weiter vorne als Zidane, der da als Sechser agiert. Und das ist schon heftig. Durch die Hoch-Work-Rates sehen wir ihn halt auch sehr, sehr als, ja, als mitspielender Zehner. Aber dann ist er auch jetzt schon direkt wieder in der Offensive hier. Und wieder abseits. Also wieder, er ist super schnell von Box zu Box. Oh mein Gott, da hatten wir die Riesenchance. Torwart, der lag schon auf dem Boden. Und haben dann die Chance nicht genutzt. Aber jetzt haben wir es dann. Da haben wir es. Ganz easy gekontert. Mit Kane. Und der macht das Ding einfach rein. Eiskalt. Ja, wir sehen auch schon mit dem linken Stick Dribbling. Wenn wir mit dem Rücken zum Gegner sind, kommt er da auch nicht am Ball. Guckt euch das an. Also der Gegner kann da gar nichts machen. Raumhafter Pass. Direkt bei Anstoß. Wieder ein schöner Pass. Genau perfekt in den Lauf. Und der führt dann zum Tor. Der führt dann sogar irgendwie zum Tor. Und genau so muss es sein. Oh ja. Oh ja, da haben wir den Trivela gesehen und der passt perfekt. Schöner kann man Trivela nicht schießen. Ja, die Pässe von ihm, wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach gesehen. Die kommen alle super geil. Und der Trivela war nicht schlecht, war nicht schlecht. Da haben wir noch eine Vorlage von Kane, der da wunderschön mitmacht. Und dann geht's ganz schnell. Zack, zack, zack. Extra Pass, Tor. Die Pässe von ihm sind so wunderschön. Und das ist alles, sogar eine Vorlage. Alles Harry Kane. Unfassbar starke Pässe. Geiler Zehner, wenn man möchte. Geiler Zehner, aber auch geiler zweiter Stürmer. So, knappe anderthalb Stunden Aufnahme. Ich glaube, wir können ins Fazit gehen. Ein Spiel haben wir noch in der Quali offen. 7-2 stehen wir dort. Er hat jetzt auch keine Verträge mehr. Ein Spiel ging 0-0, also war ein 0-0-Quit direkt zu Beginn. Deswegen ziehen wir eins ab und haben in 6 Spielen 9 Tore, 3 Vorlagen. Ich hätte gedacht, es sind mehr Vorlagen, aber es sind halt auch oft diese, die Vorlage zur Vorlage, die ihr spielt. Oder einfach Platz schafft mit einem wunderschönen Pass, der dann zur Vorlage und zum Tor führt. Also wirklich sehr, sehr, sehr guter Stürmer. Unfassbar gute Karte.
Die Schusswerte sind ein bisschen überpowered irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, als hätte er wirklich diese 99 Abschussschusskraft, Weitschuss, Stellungsspiel und Elfmeter. Das glaube ich nicht. Das fühlt sich nicht so an. Aber die Passwerte, vor allem mit diesen beiden Trades hier und den First Touch Plus, den merkt man wirklich, denn der ist richtig, richtig stark. Die Beweglichkeit und Balance fühlen sich viel besser an, wie wir da auf dieser Karte sehen. Meiner Meinung nach eine ganz klare Empfehlung. Nehmt ihn mit. Hier oben könnt ihr noch ein anderes... Nee, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Da drüben könnt ihr noch ein anderes Video sehen. Ich verabschiede mich. Bis dann und tschüss.